Tja, das hat man davon, wenn man sein Motorrad nicht winterfest macht. Da gilt es auch in der Kälte. Rauf aufs Moped und eine Runde drehen. Da hilft nichts. Oh, da ist ja so eine Moto Guzzi, wie ich sie habe. Und da ist noch eine. Was für ein Zufall. Dieses Jahr fühlt sich der Winter kälter an. Mitte Februar sind es tagsüber 2 Grad und das sieht man auch deutlich am Straßenrand. Besondere Obacht sollte man dem Schatten des Waldes widmen. Die Straße im Schatten ist feucht und kann aufgrund der niedrigen Temperaturen rutschig sein. Da, wo die Straße die Sonnenstrahlen trifft, ist es trocken und eher ungefährlich. Um das Motorrad auch im Winter bewegen zu können, habe ich unweit von zu Hause eine herrlich kurvenreiche Straße mit einer Steigung bis zu 14%. Drück auf den Button abonnieren. Über ein Abo von dir freue ich mich riesig. Es ist nicht nur eine Teststrecke für das Motorrad, sondern auch eine für die Kameras. Meine Tour ist bloß 18 Kilometer lang, aber ich bin so froh, dass ich Heizgriffe habe. Die Temperatur auf den ca. 300 Meter Höhenunterschied schwankt auf bis zu 6 Grad Celsius. Schwer einzuschätzen sind die Lichtverhältnisse und was die GoPro daraus macht, aber auch die spätere Komprimierung von YouTube. Manchmal ist man dann doch etwas enttäuscht von der Bildqualität, die YouTube freigibt, besonders bei Bewegungsbildern. Aber trotzdem hatte ich sehr viel Spaß bei meiner ersten kleinen Tour nach längerer Pause und ich freue mich riesig auf neue Ziele im Frühling mit der Moto Guzzi. Die kleine Ausfahrt, weil ich mein Motorrad nicht winterfest gemacht habe, neigt sich langsam dem Ende. Ich werde die Moto Guzzi wahrscheinlich nie winterfest machen. Zu schön sind doch die kleinen Touren.